kann man auch so schlecht bei der Wegfindung sein, bei den Statuen. Orientierung sind gleich nun wirklich. She's actually got brave as well, she is. Totally! See? Seth knows me. Oh, lassen wir mal so. Och, jetzt hier auch noch. Ich brauche mehr Herzchen. Ich gucke jetzt auch, ob ich noch was habe. Ob ich gut an die Waffen ranmachen kann. Kryogdonnerhorn. Woher haben wir das? Wir haben den Kryog doch gar nicht besiegt. Haben wir das von Coltin? Plus 30. Probieren wir. 24. Oh, plus 32. Und der nur plus 30, okay. Und das silberne Robinhorn gibt mehr als der Kryog. Da wäre ich beleidigt, wenn ich so ein Drache wäre. Aber hallo. Inoxhorn, das ist ein bisschen Arsch. 27. 24. Okay, das war gar nicht so viel von denen. Also ich glaube, gerade lohnt sich am meisten das hier. Guck mal, silberne Bokoblin-Horn. Gibt mehr als ein Kryokorn. Dann lassen wir das. Die mich jetzt schon wieder gesehen. Wir doch hier gerade nur ganz entspannt Waffen merchen. Da kommt ein Pfeil. Er wird mich treffen. Okay, er hat es nicht getroffen. Okay, sie kommen. Ich hab Angst. Ich glaube, man merkt, dass ich Angst habe. Und doch so große Gesichter. Ich kann das doch nicht verstehen. Und gerade jetzt. Klar. Vier. Ach, er ist noch gar nicht so groß. Moment, was hat, Seth gesagt? Ich könnte es mal mit der Blume probieren. Wenn ich sie finde. Ich könnte echt ein bisschen mehr mit Sachen arbeiten. Einfrieren zum Beispiel oder so. Wo ist die Blume? Nee. Finden sie nicht. Die irre Knospe. Was ist das? Die geht nicht an Bogen, oder wie? Die geht als einziges vermutlich. Okay, er will immer noch nicht. Wie übel die sind. Aber da geht gar nichts runter. Und beide. Er muss weg. Er muss sowas weg.
stehen mir zu schnell wieder auf. Und der andere jetzt wieder, oder? Seth, it doesn't work. Not working. Okay, now? Maybe now? Wehe, ihr heilt euch jetzt wieder, ich sag's euch. Okay, gut. Au. So, der ist nicht verheilt. Dann warten wir jetzt einfach. Und schießen immer wieder drauf. Okay, aber die machen ja gar keinen Schaden. Wieso macht ihr gegen mich? Macht ihr voll viel Schaden? Aber gegeneinander dann nicht. Ist klar. Ist klar. Okay, so muss das. Er hat ihn getötet, tatsächlich. Er hat ihn tatsächlich getötet. Nasenloch reintreffen oder so. Ist da noch eine? Okay. Der unten? Der gestorben? Ja, ja. Moment. Ich hab Angst, dass die Sachen kaputt gehen, wenn ich sie nicht einsammle. Weißt du was? Ich hole mir jetzt Kaffee oder so. Das hast du jetzt einfach. Wieso hast du jetzt Kaffee? Ich hätte gerne eine heiße Schokolade. 33 und das für 33. Dann mache ich doch lieber silberne Bokoblins für 31 kaputt, oder? Hätte ich gesagt. Okay, let's go. Ich glaube, wir gehen mal wieder hoch. Ich habe nicht mehr so viel Lust auf den Untergrund. Gehen wir kurz zum... Pass auf, zum Spielposten. Und schauen, ob wir ein bisschen neue Batterien kriegen können. Hallo Nils, jetzt willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Sorry, ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Jetzt habt ihr nichts geschrieben. Ich muss jetzt. Sorry, ich muss echt loskommen. I know, it's so weird that she's shy about going out with me of all things. I'm not. No means no. It's brutally honest, but that's a good quality of hers. I am? Man, do I suck text no more? Me too, me too. I always make typo errors. As long as you're checking that list twice, I'm good. List of people who are going to spontaneously combust on September. What does combust mean? Vorhin nicht mitbekommen, da so läuft, ist das nicht so schlimm. Nach der Arbeit direkt angeschaut. Alles gut. Lauf dich aus. Ja, jedenfalls, einen guten Kaffee? Was wünscht man da? Ich hoffe, dein Kaffee schmeckt gut. I thought you were God. He's not God. I don't think he's God. Ma, Seth is bullying me. He's not, actually. Was wollte ich jetzt hier? Gehen wir zum Spiel. Ah, Batterien. Batterie. Ich glaube, das Ding hat eventuell Batterien gemacht. Hallo Courage, länger nicht gesehen.
Sind noch drei Regionen übrig, die ich vor mir her schiebe. Ja. So ist das. Und hallo Dream, herzlich willkommen. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's dir? There's no one as I know with that knowledge. It's just process of elimination. What? So, ich möchte das. 400! Achso, für 4, okay. Aber ganz, also ich finde so ein Dreier-Ding ist ein Zusatz. Die sind schon frech. Die sind schon echt frech. So, aber jetzt haben wir mal ein bisschen Futter. Ich weiß nicht, wie man so Batterien herstellt, ehrlich gesagt, aber okay. Dann überleg mal, wenn er jetzt gesagt hätte, oh, beide etwas schief gelaufen. Okay, nur noch mal so viel. Wow. Alles schwierig. Aber theoretisch kann man die ja farmen, je mehr Minen man freischaltet, oder? Okay, Jungs und Mädels. Was machen wir jetzt? Wo die Vierjährigen. Achso. Können entweder, aber das mache ich nicht, zu den Onis und das Loch suchen. Wassereinsprung verstehe ich einfach nicht. Können zu den Gerudos. Pilzheiligtum. Oder wir könnten mal, ich glaube, wir gehen mal nach Eldi. Also. Auf dem Todesberg. Das ist ganz da hinten, das Riesenfossil. Okay. Schauen, wo das ist. Ja, wir gehen mal auf den Todesberg und schauen, ob wir da ein bisschen weiterkommen. Warum sind wir da letztes Mal weggegangen? Irgendwas hat nicht geklappt. Ich weiß aber nicht mehr. Ah, Seth is trying to blackmail me in getting off the list. What? Bitch list. There's no one else I know with that knowledge. Okay, the guy. Red. At this point, I'm just expanding your list. Am I also on the list? He's trying to see my godly powers. Yeah, he won't take much of you, will he? Yeah, the batteries are expensive. On the bright side, after getting the first set, the second refill makes. I'm glow blue. Really? I need more batteries. Wo sind wir jetzt eigentlich? Und wieso haben wir hier noch kein Mayoi? Mayoi. Was weiß ich. So brennt da Feuer. Okay. Best Baustelle am Todesbier. Ja, ich glaube, hier waren wir stehen geblieben. Hier haben wir einen Golem rausgeschleudert. Ach, ja, ich sollte mich vielleicht umziehen. Auch ein Link. Der verbrennt hier und ich mache nichts. Und vielleicht auch mal noch den Helm. Was brennt denn hier jetzt? Der Bogen. Guck mal, Dream, ich habe einen Mondstab. Wie Sailor Moon.
Ich glaube, ich war hier drin ziemlich lange. Aber ich habe kein Majoi gefunden. Das war gar keine besonders große Höhle. Trotzdem habe ich nichts gesehen. Vielleicht kann man den Felsen irgendwann noch irgendwie wegsprengen. Den da. Also wenn es so ist, wie ich vermute, dann bekommen wir, wenn wir den Tempel gemacht haben, den Geist von Yunobu. Und der kann dann vielleicht die Felsen wegmachen. Mal gucken, ob ich richtig liege. Das finden wir raus. Dann eigentlich auch die Hauptquest anmachen. Dann weiß ich eher, wo ich hin muss. Junobo aus Kronia. Schlemmsteine verschlingen. Eine blonde Hylianerin. Junobo-Zentrale. Zurückkehren. Okay, keine Ahnung. Ich weiß noch, dass irgendwo hier waren Kinder, die von Goropolis erzählt haben. Aber wo genau ich jetzt wieder hin müsste? Oh, wieso wollten wir mal die Szenen angucken? Wäre ja jetzt wieder da. Guck mal, ist ja der Runia-See. Und dass es irgendwie kein See ist, sondern Gebirge. Den kann man wegmachen. Angorosee, das sieht auch nach einem Fossil aus. Hier sieht man gar nichts von dem Fossil. Okay, wir schauen uns jetzt die Echsenflüsse sehen mal an. Dieses bin ich. I don't think so. Und hallo Blackie, herzlich willkommen im Stream und vielen Dank für die Hydration. Ich gerade wieder echt Durst. Vermutlich, weil es so warm ist. So. Says better if you want something from me, then write to me, okay? Like Seth accidentally did. See bullying me? I don't think so. I don't think so. He's so mean for no reason. He's Seth! As if Seth ever would be mean in any form. Da geht's hoch. Vielleicht muss ich nach Richtung da. Mal schauen. Okay, ich dachte irgendwie ist schneller Link. Was? Ich war doch schon oben. Ich war doch schon oben. Ach, Leute. Ich war doch schon oben. Was ist das? Ich dachte gerade, ist das das Riesenfossil, aber nein. Jetzt hüpfe ich wieder hoch. Weil ich weggeguckt habe. Und wenn ich weggucke, dann verbraucht er ja bestimmt keine Ausdauer. Das klappt wieder nicht. Nope. Aber hier kann man doch stehen, oder Link? Hier kannst du doch stehen. Ich dachte nur, vielleicht ist hier oben ja ein Krog. Aber nein. Nein, haben wir den markiert? Haben wir nicht. Okay,
zum See. Oh, guck mal, wie hübsch der See ist. Gut, dass wir hier hoch sind. Aber hier ist irgendwie nichts Besonderes. Knietiefe See. Gab es nicht auch eine Quest mit einem See? Das enttäuscht mich jetzt, dass hier nichts ist. Wir hatten doch eine Quest. Wo man irgendeinen See untersuchen sollte. Da. Masaki sucht nach einer versteckten Thermalquelle, der Felsschmelzquelle. Bis nach Koronia kreist, um sich an anderen Thermalquellen umzuhören und dort vielleicht etwas über die Lage der Felsschmelzquelle zu erfahren. Zu diesem Zweck möchte er zunächst die Koronquelle. Okay, das ist, nehme ich an, dann nicht die Koronquelle. Das ja auch nicht. Okay. Woher soll ich wissen, was die Koronquelle ist? Steht hier nirgends. Da, Koronquelle. Okay, steht doch. Oh, wo fangen wir an? Hier Runde. Zur anderen Hexe. Ja, vermutlich sind das dann die Seen, wo ich danach gehen muss. Was wetten wir? Ah, wollte gerade sagen, die Quelle heilt gar nicht, aber ich bin nicht tief genug drin. Irgendwie sieht Link ein bisschen aus, als könnte er nicht so gut schwimmen. Wait, now I have Woody Maguire memes playing in my head. What? I don't know what that is. Do I have to? Listen. Vielleicht ist er einfach am Rodania mal schön drauf geklatscht. Da passiert solche Abdrücke, ich weiß es nicht. Oder es war ja mal eine riesen Echse. Hätte ich gern gesehen, die riesen Echse. Warum ist hier ein Fortbewegungsgerät? Zibachtaki-Urschrein. Irgendwie habe ich gerade gar keine Lust auf Schreine. Und noch weniger auf Tempel. Aber in den Untergrund will ich auch nicht. Ich glaube, ich bin einfach schwierig. Wir sind übrigens nicht mehr im Untergrund. Ich ändere mal den Titel. Schlüssel zum Erfolg. Okay, ich muss nur hochkommen, wie es aussieht. Mal schauen, ob hier irgendwo eine Kiste ist. Muss ich nur da hoch? Da ist eine Kiste, okay. Ich will das gerne wieder anhalten, also wieder normal laufen lassen.
Der hält die Zeit übrigens auch an. Ah! Das dachte ich. Okay, ich kann nicht klettern. Ah, okay. Das heißt, der Trick ist, bei den richtigen hochzuholen. Ah! Nein, nein, geh nochmal hoch. Okay, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, okay. Okay. Das reagiert nicht so gut, wie ich mir das vorstelle, ehrlich gesagt. Das ist hier mal widerlich, okay. Das macht auch keinen Sinn, finde ich. Also, wir gucken mal, wie er zur Kiste ist. Kann ich das von hier aus auch machen? Das würde mir die Sache sehr erleichtern. Der passt. So. Muss ja nur so ungefähr sein. Okay. Ach so, Kiste haben wir. That's just in the main show of Peter when he had the black spider suit. What? Hätte ich es so nah im Großschwert. Mit Flug! Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Link. Stopp! Schön, aber selten. So, ich glaube, ich sollte durchkommen. Ja, oh Gott. Cool. Wir gucken auf die Karte. Wir haben den Schrein. Also die Kiste. Die Kiste. The third moon. I didn't saw that yet. I think you cracked the code. I did. Not perfect, but we made it. Okay, noch eins. Kann ich mir wieder ein Herzchen holen. Ich will mir echt gar nicht vorstellen, wie abartig heiß es auf dem Todesberg ist und dann noch in so Kleidung drin. Wer macht da Lagerfeuer? Oh
Und dann gehen wir zur Goronenquelle. Hat dir gerade Wasser gespritzt? Das ist ein Feuerexhaft, bloß dir. Wasser spritzen kann. Wäre eine schöne Abkühlung. Ach, euch habe ich, glaube ich, ewig gesucht. Ewig, wo sind die Monster? Hallo. Ich will helfen, hallo. Wir sind gerade im Einsatz gegen diesen Monster. Moment mal, Link. Aber ja, du bist es. Erinnerst du dich an mich, Thorin? Wir haben uns im Schloss Hyrule bei der Suche nach der Prinzessin kennengelernt. Weiß nicht mehr. Sag mal, bist du etwa hergekommen, um zu helfen? Wir rücken gerade vor, um die Monster zu besiegen, die ein Stück weiter da vorne Unwesen treiben. Wir wollen uns zunächst ihrem Aufenthaltsort nähern und dann sofort angreifen. Wenn es dir nichts ausmacht, Link, dann hilf uns doch, dieser Monsterplage ein Ende zu bereiten. Ja, Mann! Ich glaube, den habe ich Stunden gesucht. Stunden. Die Truppe sieht übrigens besser aus als die letzte. Andorsia, vielen Dank für dein Sub und jetzt willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Feierabend heute? Monsterhöhle am Damansee. In der Höhle wollt ihr kämpfen. Okay. Wir haben endlich die Gruppe gefunden, die ich ewig gesucht habe. Auf dem Todesberg. Muss ich jetzt hier ganz alleine rein? Ja, okay. Der reitet in die Höhle auch gut. Oh, da ist schon wieder so ein Silber, ne? Schön, wenn die helfen würden. Bulli, was stehst du da so rum? Und nicht gleich auf dem Boden liegen. Das wäre schön. Okay, das ist zumindest hier noch eine. Ja, das ist gar kein so Schaden. Mehr. Und wenigstens lenken sie ein bisschen ab. Ja. Das kann nicht kommen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Die halten mehr aus als die. Also mein Mitstreiter, der hat mich ganz begeistert. Yeah! Wir haben gewonnen und das nur, weil wir so hervorragend gekämpft haben. Link, hab Dank für deine Hilfe. Dürfte ich dich vielleicht bitten, mir einen Augenblick lang zuzuhören? Auch das noch. Du hast die Bestien fast im Alleingang in ihre Schranken gewiesen, Link. Alle Achtung und riesigen Dank. Verzeih meine Unverblümtheit, aber du scheinst ja gar nicht das berühmte Schwert zu tragen, von dem man erzählt. Ich hab's dabei. Dein viel gerühmtes Bandschwert. Ich stellte es mir viel prächtiger vor, als jenes, das du da gerade drehst. Ach so. Das sieht mir kaum wie eine Waffe aus, von denen Sagen Gedichte singen. Sorry. Hab's nicht geschmiedet. Du verzeih, wie dumm von mir. Wie ein Tor nur auf Äußerliches zu achten. Guck mal, der hat sich eine Hellbade gemacht. Mit einem Flederbeißerflügel. Seht ihr jetzt gar nicht hier. Jetzt seht ihr es. Auch witzig. Wahrer Wert steckt doch im Inneren. Aha, hier dein Lohn. Vielen Dank für all deine Mühen.
muss es ja wissen. Ohne deine Hilfe hätten wir diese schwierigen Einsätze nie und nimmer zu Ende bringen können. Wir begeben uns nun als nächstes zur Brücke von Akala, irgendwo im Nordwesten, Nordosten Halos. Die habe ich schon platt gemacht. Die Monster schlafen sich schließlich nicht. Na gut, oder doch, manchmal eben. Das ändert aber nichts daran, dass unsere Arbeit weitergehen muss. Das erste heißt es damit Levurling. Ich hoffe inständig, dass wir uns der einst erneut begegnen werden. Möge Göttin Heilia Segen dich auf deinen Reisen behüten, Norecke. Okay. Hab heute nicht so lange gemacht. Gestern war irgendwie, ja, hoffentlich. Ja, erzähl, wie war es gestern? War das so ein internes Ding? Oder kamen da dann auch Kunden? Und da nicht wieder was kochen mal. Ich weiß nicht, was konnten wir kochen? Was das nicht zum Leuchten bringt? Für den Untergrund. Da reichen eigentlich zwei, weil länger als 20 Minuten bin ich da, glaube ich, nicht drin, ohne Licht zu kriegen. Wir könnten irgendwas gegen Miasma machen. Das da, glaube ich. Genau, hier gibt es doch ein paar Sachen. Plus 9. Da kam was Besseres raus. So, ich glaube, von Anfang reicht das. Ich meine, so viel schwerer werden die Monster ja jetzt hoffentlich nicht. Ich bin ja bald schon bei. Ein Blutflügel. Ist hier drin der Kreis? Ein Blutflügel ist ein Löschflügel. Krisenleucht. Samen, die benutze ich eigentlich nie. Kaum mal. Ich habe vorher im Untergrund einen benutzt. Irgendwo das Majoi sieht, dann sagt ihr Bescheid. Ja, das ist doch. Dass ich ihn nochmal geguckt habe. Ihr Link ist Jesus. Das haben die Leute gesehen. Dann haben sie gesagt, er ist in den Himmel aufgestiegen. Passt ja schon. Das ist für viele Augen, das Vieh. Dann kann die sich gar nicht so genau angucken. Hab ich die Xe erschreckt. Oh nein, Hammer zerbricht gleich. Neuen. Ich am besten gleich einen neuen.
Eigentlich zu schade. Masterschwert mit einem Stein. Die halten halt nicht so lange. Das sind tatsächlich auch noch Einhände. Ich dachte jetzt, das wären zwei Hände. Eigentlich könnte ich ja auch mal wieder was kochen. Ich habe gerade gekocht. Gott, mein Hirn. Ich habe gerade eben... Ja. Er hat jetzt ein Gedächtnis wie ein Fisch. Es ist so warm, Leute. Es ist so warm. Ich kann noch nicht mehr da liegen, aber ich glaube, ich habe ihn betrieben. War zu lang. Es waren alle wichtigen Kunden eingeladen. Viele Hersteller haben ihre Produkte präsentiert. Ah, und Geschäfte gemacht. Dabei wurde ein Grillwagen, ein Bierwagen und ein Barista geordert. Oh, cool. Die alle verpflegt haben und das umsonst. Boah, cool. Mitarbeiter waren für Beratung in Ordnung zuständig. Ja, das ist ja nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Mich hat heute mein Chef angerufen und sich entschuldigt. Das fand ich sehr nett. Weil er... Ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat. Irgendwie Prioritäten vernachlässigt. Es tut ihm leid, dass man mich so allein gelassen hat. Er hat halt dann erklärt, der eine Mitarbeiter ist gerade im Krankenhaus und der nächste ist im Urlaub und man muss alles alleine regeln. Fand ich stark, dass er da kam und sich echt entschuldigt hat. Ich hab dann gesagt, jo. Solange das für euch okay ist, dass ich halt jetzt nicht viel machen konnte, ist das nicht so schlimm für mich. Denn ich meine, der Demenz klingt echt so. Alter, was war das gerade? Ich könnte ja mal wieder kochen. Vor einer Minute gekocht. Der Mensch kriegt richtig. Da, guck mal, was da liegt auf dem Boden. Können wir auch gleich fotografieren. Habe ich auch bessere Waffen. Hallo Spirit. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Entschuldigung. Könnten Sie mal aufstehen hier? Steht ihr nicht auf? Ich muss es fotografieren. Kannst du aufstehen? Steht hier nur um Vollmond auf oder so. Oder in der Nacht. Zieh ihm das Horn weg, Link. Ich hätte gerne dieses Horn. Da hinten ist ein Ivarok, wie es aussieht. Mag mal. Ivarok. Auch nicht ran. Was will ich machen? Ich will gucken. So, ich gucke. So, und ihn dann markieren. Becky, bist du noch da? Markieren wir das jetzt so? Das ist genau ein Edelsteingegner. Ha, okay. Und das hier ist ein Knochengegner. Knochen haben wir nicht. Ein
Todergegner. Ich fand die Markierung früher besser. Warten jetzt, bis es Nacht wird und gucken, ob er dann aufwacht. Warte, bis es dunkel wird. Okay, ich warte, bis es dunkel wird. Es ist 21.05 Uhr. Ich glaube, es geht bald dunkel. Wie der da liegt. So faul. Boden. Mann, du hast ja bis heute voll beliebt. Wann kommt denn wieder ein Video? Also, er hat dann auch, weil ich ihm gesagt habe, ja, ich sollte halt für mein aktuelles Video Rückmeldung haben. Es ist ganz furchtbar. Aber ich werde das morgen vermutlich hochladen und es kommt dann entweder Sonntag oder Montag, kommt es raus. Ich kann es euch schicken, aber wie gesagt, es ist furchtbar. Also das Video ist ganz okay, sehe ich. So der Videoschnitt und so, das ist okay. Aber ich bin noch nicht so gut im freien Reden, merke ich. Also im Erklären. Musste da auch viel Schnitte machen und Schnitte verbergen, indem ich dann näher ranzoome, so, dass man nicht sieht, dass ich das ungefähr 100 Mal sagen müsste. Und irgendwie sehe ich echt beschissen auf dieser Kamera. Also richtig beschissen. Da bin ich hier bin ich richtig hübsch. Und ich finde, hier sehe ich schon nicht hübsch aus. Auf dieser fucking Streamcam. Aber auf der, was ist das? Das ist voll die fancy Cam. Sony Alpha 7 oder so heißt die. Und irgendwie kriege ich die Einstellung nicht rein. Also mein Gesicht sieht so schief aus. Und meine Nase so knubbelig. Ich erkenne mich nicht wieder. Naja. Es geht um das Produkt, das ich herstelle. Aber naja. Weiß nicht. Habt ihr schon mal ein Video von euch selber bearbeitet und zuschneiden müssen und ihr denkt euch die ganze Zeit, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Was okay ist, was ich sonst immer habe, die Figur finde ich okay. Ich sehe nicht so fett aus wie sonst. Aber das Gesicht, Alter. Ja. Ja. Also nicht erschrecken, ich warne euch nur schon mal vor. Was für Video. Ich habe doch einen neuen Job. Also ich arbeite ja jetzt nicht mehr als Physiotherapeutin, sondern als Content Creator für eine Firma. Und meine Aufgabe ist, Internetvideos zu machen zu Gartenthemen und Gartenbewohnern. Also sprich Vögel, Igel, Eichhörnchen, solche Sachen. Und manchmal halt auch Do-it-yourself-Sachen und so. Und da muss ich halt dann öfters vor die Kamera und sagen, so, wir machen heute das. Oder habt ihr schon unser neues Produkt gesehen? Oder kennt ihr schon diesen Vogel, der macht so und so und tut dies und das? Das mache ich. Für die Firma. So. Sehr langer Monolog und das Ding wacht nicht auf. Es ist 0.20 Uhr. Spirit. Es wacht nicht auf. Ich glaube, wir können weiter. Wer ist da? Eisdrache. Ja. Nicht nah am Boden. Oh. Nee. Nee. Wird nicht besser. Bombe. Bombe? Okay. Probieren wir. Ja. Ich glaube, wir haben nicht getroffen. Nope. Irgendwie nicht. Auch nicht. Vielleicht war das mal eine große Fee und wir bräuchten einen Trommler oder so. Wann machen die auf? Wer weiß das? Blackie wüsste das. Bestimmt. Echt jetzt? Blöde Deko. Echt jetzt?
Wirklich, da war eine Spurtkröte drunter, unter dem Stein, ein Elling. Hoppla. Eine durchbogs Wasser. Kannst du beides. Das ist ja mal unfair. Vielleicht können wir ja auch das Master-Schwert nehmen. Wenn das mal wieder aufgeladen ist. Nee, schläft. Ja, ich finde das jetzt auch blöd, muss ich sagen. Dass sie nicht aufwacht. Schlafmütze. Zeitumkehr aktiv, so kannst du jederzeit durchdrücken. Von L den rückwärts darf dir Zeit anhalten. Okay. Zu wissen. Ist jetzt wieder so heiß. Denk immer nachts. Lass doch ein bisschen abkühlen. Mir ist warm. Aber ich glaube, bei Link ist es schlimmer. Darf ich mich nicht beschweren. Das wäre das wirklich verrückt. Ja, total. Bei uns gerade Hagel. Oder heiß. Zwischen gibt's nichts. Der Mittwoch bei meiner Freundin beim Geburtstag. Und der hat's abwechselnd gehagelt und war Sonnenschein. Waren draußen überdacht. Also es ging. Ach, verrückt. Zu dieser späten Stunde sehen wir hier an der Goron-Quelle nur selten einen Hylianer. Du musst ja viel an heißen Quellen gelegen sein. Mir nicht. Es gibt noch andere heiße Quellen, aber wenn du mich fragst, ist das hier am besten. Also natürlich war die Felsschmelzquelle die beste. Die Felsschmelzquelle ist in den Höhlen des Marugo-Tunnels südöstlich dieser Quelle gelegen. Und sie ist ein gut gehütetes Geheimnis. Nur Goron wissen überhaupt, dass es sie gibt. Ja. Sie ist ein Gedicht, die ideale Temperatur, herrlichste Dampfentwicklung, praktische Höhlenlage. Ach, doch der Badespaß hat ein Ende, seit der Zugang zur Quelle verschüttet worden ist. Die Junoba hat derzeit wohl alle Schaufeln voll zu tun. Ich alleine werde dem Geröll kaum beikommen. Aber nun ja, hier ist es auch schön. Solange sich nichts Besseres findet, ist das hier eben meine Traumquelle. Heiße Quelle ist heiße Quelle, egal wie geheim oder exklusiv gelegen. Die Wirkung bleibt die gleiche. Und diese Quelle hier habe ich einfach lieb. Entspannt baden und dabei die schöne Todesberglandschaft betrachten. Ach, wie er sich freut. Okay, ich habe was runtergefallen. No. Hat sich diese Quest jetzt auch aktualisiert? Okay, dann muss ich noch mal selber gucken. Marugo-Tunnel südöstlich. Marugo-Tunnel. Marugo-Teil. Muss dann hier irgendwo reingehen. In den Tunnel, vermutlich. Was habe ich jetzt gerade noch gesehen, wo ich hin wollte? Hup.
Papier von Eldin haben wir hier schon. Wirklich nicht. Ups, sorry. Ah! Oh Gott. Schreck mich doch so. Look better, it's you. The better construct. Nehmen das. Das. Ha! Das war, glaube ich, der einfachste Wille der Weißen, den wir je gefunden haben. Wir sollten echt öfters nach oben gehen. Das ist hier vermutlich nichts. Okay. Tschüss, Luke! Moment. Wolken. Blau. Okay, das war nichts. Ich hab vergessen, wie man den Schirm öffnet. Auch gut. Könnten mal wieder was essen. Mal wieder was kochen. I save it. Close. Too close if you ask me. Guck mal, da kommen gar nicht mehr viele Rubine raus, egal wie oft du schießt. Aha. Da drin. Maruten. Oh Gott. Entdeckt. Ah. Na gut. Das Maß ist schwer wieder zu kochen.